Die Eklipsen als Kompass des Universums für die Menschheit. Eklipsen navigieren unserem Leben. In diesem Video werde ich versuchen, euch grundlegendes Wissen über die Eklipsen zu vermitteln, damit ihr das Verständnis bekommt, wie Eklipsen auf eurem Horoskop als vorgeburtliche Eklipse und dann als Transit-Eklipsen wirken. Ich zeige euch, wie ihr mit dem Programm Planetdance eure Eklipsen finden könnt und wie ihr erkennt, ob eine Eklipse euch persönlich beeinflusst, indem ich euch die Aspekte erkläre und auch kurz die Bedeutung, wenn eine Eklipse eure persönliche Planeten aspektiert. Zum Schluss zeige ich euch mit einer kurzen Erklärung, wie die Eklipsen im Jahr 2022 euch nach Sternzeichen und Aszendenten beeinflussen. Mit Astrologie können wir unser Leben navigieren. Ein Hilfsmittel dazu sind die Eklipsen. Also, herzlich willkommen in diesem Astrologie-Navigationsvideo und viel Spaß! Das Programm Planetdance, mit dem ich die Prognosen erstelle, könnt ihr kostenfrei downloaden. Bei den Anmerkungen des Videos unten habe ich euch den Link. Ihr werdet auch in meiner Playlist Planetdance Astrology Software kleine Videos mit Erklärungen zu den Einstellungen des Programms finden. Ich erstelle Timecodes. Das heißt, wenn ihr hier auf Mehr geht, dann öffnet sich die Liste und ihr braucht einfach auf einem Datum zu klicken und ihr werdet automatisch dahin geführt. So habt ihr einen Monatskalender. Hier findet ihr auch den Link für das Planetdance. Bevor wir uns anschauen, wie und ob überhaupt diese Eklipsen uns beeinflussen, sollten wir uns einige grundlegende Dinge in Erinnerung bringen. Der Zeitraum von einem Neumond zum nächsten Neumond beträgt 29,5 Tage. Wir haben im Normalfall einen Neumond und einen Vollmond im Monat. Eine Sonneneklipse ist immer ein Neumond, aber nicht jeder Neumond ist auch eine Sonneneklipse. Dementsprechend, eine Mondeklipse ist immer ein Vollmond, aber nicht jeder Vollmond ist auch eine Mondeklipse. Das Phänomen der Eklipsen haben wir nur dann, wenn der Neumond oder der Vollmond in der Nähe der Mondknoten stattfinden und so auf eine Gerade zu Sonne und Erde stehen. Ich habe hier ein Schema. Hier das Lilane ist die Mondbahn und das Orangene ist die Ekliptik, wo die Sonne sich bewegt. Diese zwei Scheiben, wenn man sich die so vorstellt, die liegen ineinander mit einer Abweichung von 5 Grad. Hier an diesen zwei Punkten, wo diese Scheiben sich schneiden, sind die Mondknoten. Wenn wir hier die Sonne haben und den Mond auch auf diesem Punkt, dann haben wir eine Sonneneklipse, denn Sonne, Mond und Erde liegen in einer Bahn und der Mond verdeckt die Sonne. Wenn wir hier den Mond haben, dann haben wir eine Mondeklipse, denn die Sonne beleuchtet die Erde und die Erde verdunkelt den Mond. Also nur an diesen zwei Punkten mit einem Orbis von ungefähr 15 bis 18 Grad haben wir Finsternisse. Hier habe ich eine Zeichnung erstellt, damit ich euch das besser erklären kann. Eine Eklipse wird an einem der Polen geboren. Entweder im Nordpol und hiermit habe ich die gelb markiert oder im Südpol und die habe ich blau gemacht. Wird sie einmal geboren, bewegt sie sich in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit zu dem gegenüberliegenden Pol und wenn sie hier angekommen ist, dann sagen wir mal, ist ihre Reise beendet und dann stirbt sie. Eklipsen können wir nicht isoliert betrachten, denn sie gehören zu einer Abfolge, zu einer Serie. Man kann die Eklipsen als Türen
zu der Vergangenheit auch betrachten, weil sie immer eine Information mit sich bringen. Die Serie, die ich ansprach, sie heißt Saros und wird nummeriert. Saros bedeutet Wiederholung und kommt von dem sumerischen Wort Sar, welches eine Messeinheit in Mesopotamien war. So lange her betrachtet die Menschheit die Eklipsen. Das war so ziemlich das Erste, was der Mensch sich angeguckt hat seinerzeit als Phänomen, weil es natürlich sehr sichtbar war, was passiert. Die Sonne verschwindet, der König stirbt. So, aber zu uns jetzt. Jede Saros-Serie bringt alle 18 Jahre, 11 Tage und 8 Stunden eine Eklipse hervor. Die komplette Serie, also eine Saros-Serie, braucht 1280 Jahre für ihre komplette Reise von einem Pol zu dem anderen. Und sie bringt in der Regel 70 bis 72 Eklipsen. Die anfänglichen Eklipsen sind partiell und somit nicht so stark. In der Mitte ungefähr angekommen werden sie totale Sonnenfinsternisse und bringen ihre volle Kraft und dann schwächen sie wieder ab und verschwinden. Und das passiert ständig. Es werden immer neue Eklipsenserien gestellt. Andere sterben, andere kommen, die von oben nach unten, die anderen von unten nach oben. Und das bildet sozusagen auch ein besonderes Feld um unsere Erde. Die Eklipsen bei ihrer Wiederholung, also alle 18 Jahre, 11 Tage, 8 Stunden, sie sind nur geometrisch an den gleichen Bereich, also die Entfernung zur Erde, nicht im Tierkreis. Im Tierkreis springen sie, ich glaube, 10 Grad weiter. Die maximale Dauer einer totalen Sonnenfinsternis kann theoretisch 7,31 Minuten betragen. Die ringförmige Eklipse können eine Dauer bis zu 12 Minuten und 24 Sekunden betragen. Die Dauer einer totalen Mondfinsternis beträgt 1 Stunde und 47 Minuten. Die maximale Dauer einer Mondfinsternis kann bis zu 4 Stunden betragen. Es gibt verschiedene Meinungen und Theorien darüber, wie Finsternisse funktionieren und wie lange sie andauern. Unbestritten ist, dass der Einfluss von Finsternissen nicht auf einige Tage oder nach dem Zeitraum, in dem sie auftreten, beschränkt ist, sondern viel länger andauern kann. Die allgemeine Regel besagt, dass jede Minute eine Solareklipse entspricht ein Jahr. Das bedeutet, dass eine Sonnenfinsternis, die zum Beispiel 5 Minuten dauert, noch bis zu 5 Jahre nach ihrem Auftreten nachwirken kann. In ähnlicher Weise entspricht jede Stunde einer Mondfinsternis einem Monat. Daher beträgt seine Wirkungsdauer nicht mehr als 4 Monate. Erfahrungsgemäß werden Sie jedoch feststellen, dass der Einfluss je nach Situation sehr viel länger sein kann. Wir sollten Mondfinsternisse nicht unterschätzen, denn sie könnten sich in der Praxis als mächtig erweisen. Im Geburtshoroskop repräsentiert die Sonne die Persönlichkeit, die Ausstrahlung der Person. Der Mond die reflektierende psychische Natur der Person. So ist die Sonnen- und Mondqualität gleichwertig. Die Sonneneklipsen sind eher mit Ereignissen verbunden, die Mondeklipsen eher mit unserem Gefühlswelt. Um die Eklipse zu verstehen, sollte man sich die Muttereklipse anschauen und genauestes analysieren. Die Ereignisse des Jahres ihrer Entstehung werden diese Eklipse begleiten. Es ist sehr wichtig, eure vorgeburtliche Eklipse zu kennen. Die Häuser, das Sternzeichen, die Aspekte, die sie bildet, geben wichtige Informationen über die Richtung des Lebens einer Person und der zukünftigen Ereignisse. Ich zeige euch hier, wie ihr mit dem Programm Planetdance eure vorgeburtliche Eklipse findet. Ihr setzt euer Horoskop aktiv, also das müsste euer Horoskop sein. Ich habe jetzt hier
irgendein Vollmond genommen, hat nichts zu sagen. Ihr habt hier euren Horoskop. Dann geht ihr auf Horoskop, extra, Pränatal-Eklipse und klickt da drauf. Hier öffnet sich ein Fenster und hier wird angezeigt die Eklipsen, die stattgefunden haben vor diesem Datum. Also wenn wir das Datum als 16.04.2022 nehmen, die Person, die hier jetzt zum Beispiel geboren wurde, wird die vorgeburtliche Sonneneklipse am 4.12.21 haben, auf 12 Grad und 16 Schütze, und die Lunareklipse vom 19.11.21 haben, auf 27 Grad und 17 Bogenminuten im Stier. Diese zwei Eklipsen und überwiegend die, die am nahesten ist, muss dann genauestens studiert werden. Und diese 12 Grad 16 solltet ihr oder sollte die Person auf ihr Horoskop hier übertragen. Denn jedes Mal, wenn ein Planet, zum Beispiel der Mars, vorbeigeht, dann wird dieser Punkt aktiviert. Ich stelle mir die Eklipsen als kleine Impulse, die die Menschheit und mich persönlich als eine kleine Einheit davon auf meinem Weg halten. Die schubsen mich mal nach da, die schubsen mich mal nach da sozusagen. Eklipsen zeigen uns lange vorher, was zu tun ist. Wir werden uns nun die Sonneneklipse vom 30. April 2022 anschauen. Ich hoffe, die Astrologiekenner unter euch, ihr habt es schon längst gemacht, denn die Eklipsen sollten lange vorher studiert werden. Wenn wir jetzt auf Time, Find Eclipse gehen, dann öffnet sich hier ein Fenster. Wir können hier das Datum eintragen, welches uns interessiert, und sagen, für wie viele Jahre wollen wir die Eklipsen sehen. Zum Beispiel, ich mache jetzt hier 2019 und hier, für wie viele Jahre wollen wir die Eklipse sehen. Also ich sage, für die nächste 6 Jahre. Dann auf Go. Und hier habe ich jetzt alle Eklipsen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Was für Eklipsen das sind, Solar- oder Lunar, also Sonnen- oder Mondeklipsen, wann die stattgefunden haben, in welchem Grad, in welchen Sternzeichen, von welcher Nummer sind die und welche Saros-Serie die dazu gehören. Wenn ich jetzt mehr Informationen haben will, klicke ich hier auf Saros-Info und hier bekomme ich jetzt die Information, wann ist die Mutter-Eklipse, wann hat die angefangen. Jetzt sehe ich zum Beispiel die pränatale Eklipse von diesem Horoskop, die am 4.12.2021 auf 12 Grad 16 Schütze stattgefunden hat, dass diese zu der 5 South gehört und die Mutter-Eklipse war am 26.07.1805. auf 2 Grad und 36 Löwen. Wenn ich jetzt mir im Internet anschaue, was ist in diesem Jahr passiert, dann weiß ich so ungefähr die Merkmale von dieser Eklipse. Dann habe ich die Möglichkeit auch zu selektieren und wir werden jetzt eine Eklipse selektieren, die ich euch zeigen möchte, die 119. Dann klicken wir hier. Ja, das soll gefiltert werden und sie wird angezeigt am 30.04.2022 auf 10 Grad 35 Stier ist die 6 Old North und angefangen hat diese Eklipse, also ihre, die erste Eklipse war am 15.05.850 auf 27 Grad und 46 Stier. Jetzt müsste ich hier ein bisschen was verändern, weil ich möchte gerne wissen, wann war sie in den letzten Jahren da. Also gehe ich auf 1961 und sage, ich möchte das
für 65 Jahre haben. So, und jetzt habe ich diese Eklipse. Hier ist die Solareklipse. Wir hatten die am 28.03.1968, 86, 2004. Das heißt, man müsste jetzt hingehen und schauen, was waren denn die Ereignisse in dieser Zeit? Und wenn ihr dann im Internet ein bisschen stöbert, dann werdet ihr dann sehen, dass zum Beispiel, fangen wir mit 68 an, wir hatten den Prager Frühling. Es ist das internationale Jahr der Menschenrechte. Im September ziehen die sowjetischen Truppen aus Prag und Bratislava zurück. Die Mehrwertsteuer wird in der Bundesrepublik eingeführt, erstmal mit 10%. In Amerika wird das Gold entkoppelt von der Währung, also Geld war wieder ein Thema. 2086, da hatten wir das Thema mit Tschernobyl. Gorbatschow schlägt den Westen vor, alle Kernwaffen bis 2000 abzurüsten, und Glasnost und Perestroika waren die Hauptthemen. 2004 hatten wir das Tsunami im Indonesischen Ozean, dann die EU-Osterweiterung, 10 Mitglieder aus dem Ostblock werden dazu genommen. Wir hatten in Spanien die Terroranschläge vom 11. März und am 14. März wird Putin als Ministerpräsident in seinem Amt bestätigt. Im März haben wir auch die Unruhen in Kosovo. Ja, Bulgarien, Estland, Lettland, Rumänien, Slowakei und Slowenien werden Mitglieder der NATO. Die deutsche Luftwaffe erhält den ersten Eurofighter. Im November 2004 haben wir die Massenproteste in der Ukraine, die Orangene Revolution. Wir haben den Erdbeben in Waldkirch in Deutschland, denn Deutschland interessiert uns. Dann im Dezember die Wiederholungswahl in der Ukraine und Zuckerberg startet das Facebook. Hier am 30. April wissen wir, dass all diese Themen in irgendeiner Form uns heute noch beschäftigen. Der Russlandkrieg hat was mit EU und NATO zu tun, Ukraine ist wieder im Spiel, Internet ist im Spiel, und so sehen wir, was bringen für Themen diese Eklipsen. Eklipsen werden überwiegend in der Montanastrologie benutzt, natürlich aber nur dann, wenn die Eklipse auch einen Bezug zu dem Horoskop des Landes zu tun hat. Wenn sie das Horoskop des Landes nicht aktiviert, dann wird auch nicht viel passieren. Und so kommen wir gleich auch zu unseren persönlichen Horoskopen. Wir haben also gesehen, dass die Eklipse vom 30. April 2022 eine Mutter-Eklipse vom dem Jahr 850 hat. Der Jahrgang 1968, 86 und 2004. Und für uns alle, wir können überlegen, was ist in unserem Leben in diesen Jahren passiert, und ungefähr diese Themen werden uns wieder beschäftigen. Wir können jetzt hier, wir haben ja die Eklipse aktiv, sagen, calculate, und wir haben das Horoskop dieser Eklipse jetzt erstellt. Wir sehen hier die Eklipse vom 30.04. für Berlin. Und jetzt folgendes, das haben wir gesagt, ist eure Geburtshoroskop. Also hier wird euer Name stehen. Und wir haben ja die aktuelle Eklipse erzeugt, die wir sehen wollen. Dann gehen wir auf File, Synastry, Bewill. Und wir wollen innen den Vollmond haben. Das war der Name unseres Horoskops, also hat mit Vollmond nichts zu tun, ihr erinnert euch. Und außen die Eklipse. Und okay,
Jetzt haben wir innen drin, also ihr werdet jetzt innen drin eure Geburtshoroskop haben und außenrum die Eklipse. Und da müsst ihr sehen, wo findet diese Eklipse statt und was beeinflusst. Das heißt, für dieses Horoskop, der Neumond findet im siebten Haus statt und bildet eine Konjunktion zu Merkur. Das bedeutet, diese Eklipse wird auf jeden Fall diese Person beeinflussen. Merkur steht zunächst für Kommunikation und Wahrnehmung. Die Sonnenfinsternis in Zusammenhang mit ihm bringt neue Daten im Vordergrund. Im Wesentlichen verändert sich unsere Beziehung zu anderen Menschen, angefangen von dem vertrauten Bereich der Familie bis hin zur Arbeit und dem übrigen sozialen Umfeld. Aber wie kann diese Veränderung stattfinden und wie nehmen wir sie wahr? Im ersten Fall werden wir direkter, aufgeschlossener und kommunikativer. Wir versuchen, ein stärkeres Image zu vermitteln und in unserer Öffentlichkeitsarbeit flexibler zu werden. Aber es gibt noch eine andere Perspektive. Normalerweise läuft die Kommunikation der Menschen mechanisch ab. Das ist ja genau die Mechanik, die Merkur zum Ausdruck bringt. Die Reaktionen der Menschen sind eigentlich automatisiert und werden als selbstverständlich angesehen. Wir haben in der Regel feste Vorstellungen von Menschen und Situationen, vorgefasste Meinungen und vorgefasste Ansichten. Wir warten nicht ab, dass wir sehen, wie sie sich verhalten werden. Was unsere Reaktion motiviert, sind unsere früheren Erfahrungen mit ihnen. Es gibt zu keinem Zeitpunkt eine Überlegung. Es gibt ein verschwommenes und etwas verwirrtes Bild der Realität und der Situationen, das unsere Reaktion steuert. Veränderung in der Kommunikation aber bedeutet, dass ich die Reaktion der anderen nicht als selbstverständlich ansehe. Ich bin offen für alle Möglichkeiten. So ungefähr wie ein kleines Kind, das noch keine festen Erfahrungen mit dem Leben hat. Während des Einflusses der Finsternis auf den Geburtsmerkur nehmen unsere Reflexe zu und das Nervensystem ist in Alarmbereitschaft. Wir streben nach schnellen und unmittelbaren Ergebnissen. Es ist eine wichtige Zeit für Studenten und Schriftsteller und es ist ganz große Vorsicht beim Autofahren und Reisen geboten. Und jetzt müsst ihr sehen, was macht dieser Merkur in dem Horoskop? Das heißt, was regiert er? In diesem Horoskop regiert Merkur das achte Haus und das elfte Haus. Da Merkur in dem Stier ist, also in einem Erdzeichen in das Geburtshoroskop, dann regiert er die Jungfrau, also das elfte Haus. Das bedeutet, die Themen, die wir besprochen haben, werden im elften Haus Horoskops stattfinden. Die Eklipsen im Jahr 2022 finden in der Achse Stier-Skorpion statt. Das bedeutet, die Themen, die uns beschäftigen werden, ist Geld, Eigentum, Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite Sexthemen, Erbschaften, das Geld anderer, Verluste, Operationen, Tod, Kredite, Unterhalt, Renten, Obsessionen, Leidenschaft und all das. Hier zeige ich euch, wie diese Eklipse die anderen Sternzeichen beeinflusst. Grundsätzlich, die Eklipse, die Neumond-Eklipse aus dem Stier, bildet einen Sextil zu den Fischen und zum Krebs. Das bedeutet, diese zwei Sternzeichen werden eine Chance erhalten, und zwar entweder eine, auf die man hingearbeitet hat. Und sehr wahrscheinlich wird das sein, weil die beteiligten Sternzeichen sind Erde und Wasser.
Aber oft kommt es vor, dass es auch eine Gelegenheit ist, die einfach aus dem Himmel fällt. Also achtet, ergreift die Chance, die euch geboten wird mit diesem Neumond. Die Eklipsen finden in dem fixen Kreuz statt. Das heißt, fixe Sternzeichen sind Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Das fixe Kreuz trägt sein Kreuz dieses Jahr und nächstes Jahr. Also, das bedeutet, dass der Stier zu dem Löwen einen Quadrat bildet und zu dem Wassermann auch. Ein Quadrat bedeutet, man wird gezwungen, eine Lösung zu finden oder neuen Ideen zu haben, um die umzusetzen. Irgendeine Schwierigkeit, ein Hindernis wird einem herausfordern, damit man etwas Neues dann einsetzt. Als Beispiel, ich habe einen Computer und plötzlich geht mein Computer kaputt. Und dann kaufe ich mir schnell einen Laptop, bis ich eine Lösung für meinen Computer gefunden habe. Dann stelle ich aber fest, dass dieser Laptop, welches ich vorher nicht gekauft hätte, weil ich mit dem festen Computer gearbeitet hätte, viel bequemer und viel einfacher ist. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ein Quadrat ist natürlich aber erstmal eine Schwierigkeit und eine Herausforderung. Es liegt ganz bei euch, wie ihr dann damit umgeht. Dann haben wir das Trigon zwischen Stier und Jungfrau und Stier und Steinbock, weil diese in das gleiche Element gehören, und zwar Element Erde. Ein Trigon bedeutet schnelle Ereignisse. Die Energie fließt gut. Meiner Meinung nach ist das falsch zu denken, ich habe ein Trigon und es passiert etwas Positives. Nein, es kann genauso gut etwas Negatives passieren. Was ein Trigon meiner Meinung nach verspricht, ist, dass es wird schnell gehen. Egal was ist, es wird schnell gehen. Ich habe keine Hindernisse, um in meinem Ziel zu kommen. Der Stier mit der Waage und mit dem Schützen bildet ein Quinkux. Ein Quinkux zeigt ein Ende an. Es zeigt eine Situation, die sich verändern wird, aber auf Dauer verändern wird. Zum Beispiel, das Ende einer Ehe ist eine Veränderung, eine Trennung. Das Ende eines Studiums ist auch eine Veränderung. Das Ende einer Krankheit. Also etwas, was abgeschlossen wird. Und wir haben die Opposition. Der Stier bildet eine Opposition zum Skorpion. Eine Opposition bedeutet, es kommt zu einer Krise und man wird gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Die Energie kommt von dem anderen. Zum Beispiel jemand, ne, eine dritte Person, mischt sich ein. Der Neumond bildet eine Konjunktion zu Planeten, die sich im Stier befinden. Und jetzt ganz wichtig, es geht um 8, 9, 10, 11 und 12 Grad. Also, wenn ihr von 8 bis 12 Grad Planeten im Stier habt, dann habt ihr eine Konjunktion. Wenn ihr von 8 bis 12 Grad Planeten im Löwen habt, dann habt ihr das Quadrat, ja? Wenn ihr von 8 bis 12 Grad Planeten in der Waage habt, dann habt ihr den Quinkux. Nicht das ganze Zeichen, nur diese Grade, weil in diesem Grade findet der Neumond statt. Die Konjunktion, habe ich vergessen zu erklären, das ist ein sehr starker Aspekt. Die Energie bleibt hier und das bewirkt eine Veränderung. Es hängt allerdings davon ab, welche Planeten sind hier beteiligt. Ich möchte, dass ihr daran denkt, dass im Stier der Uranus ist. Das bedeutet, all das, was wir jetzt gesagt haben, macht der Uranus aus dieser Position. Allerdings, der steht auf 14 Grad. Das heißt, diejenigen von euch, die im Stier Planeten 13, 14 Grad habt und in den anderen Zeichen auch. Ja?
nicht das ganze Sternzeichen, nur die gerade, aus dem der Aspekt gebildet wird. Das fixe Kreuz hat nicht nur den Uranus, der alles aufwirbelt, sondern es hat auch den Saturn. Das bedeutet, der Saturn aus dem Wassermann bildet auch Oppositionen und Quadrate in das fixe Kreuz. Jetzt kommen wir zu der Mondeklipse vom 16. Mai. Jetzt spiegelt sich das Ganze auf der anderen Seite. Das heißt, die Mondeklipse findet im Skorpion statt. Und jetzt bildet der Skorpion die Sextile zu Steinbock und Jungfrau. Die Quadrate bleiben gleich, weil wir ja das fixe Kreuz haben. Der Skorpion bildet Trigone zu den Wasserzeichen, also zu den Fischen und zu dem Krebs. Den Quinkux bekommt jetzt der Widder und der Zwilling und die Opposition der Stier. Hier allerdings, die Mondeklipse findet auf 25 Grad statt, also betroffen sind jetzt die 23, 24, 25, 26 und 27 Grad. Bei dem Neumond hatten wir 10 Grad. Und noch eine Information, die Sonneneklipse und die persönliche Planeten. Irgendwo hier verteilt oder auch nicht oder alle zusammen, wenn ihr ein Stellium habt, stehen in eurem Horoskop die Sonne, der Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Die Transsaturnier-Planeten interessieren uns erstmal nicht, außer wenn Uranus, Neptun und Pluto die Herrscher vom 1, 7, 4 und 10 Haus sind. Und überhaupt, ihr müsst natürlich erstmal sehen, welche Aspekte zu den persönlichen Planeten gebildet werden. Und um zu wissen, in welchem Lebensbereich von euch das stattfindet, müsst ihr dann sehen, was regieren diese Planeten. Denn zum Beispiel die Venus, die repräsentiert in der Regel die Liebe und das Geld. Aber wenn die Venus als Beispiel die Herrscherin von eurem sechsten Haus ist, dann betrifft es eure Arbeit und eure Gesundheit. Ja, Astrologie ist ein bisschen kompliziert, aber man kann alles lernen. Uns aber betreffen unsere persönlichen Planeten. Das bedeutet, wenn die Sonneneklipse einen Aspekt zu der Sonne bildet, dann angesprochen sind wir, unsere Vitalität, aber auch die älteren männlichen Personen. Wenn die Sonneneklipse einen Aspekt zu dem Mond bildet, dann sind betroffen weibliche Personen in unserem Umfeld und unsere Mutter zum Beispiel. Wenn die Sonne einen Aspekt zu Merkur bildet, dann ist die Kommunikation, die Art, wie wir sprechen oder die anderen zuhören und wie wir die Sachen aufnehmen. Es sind auch Verträge, Schriftverkehr. Seid also vorsichtig, wenn ihr da irgendwas unterschreiben wollt. Es sind kleine Kinder, es sind die Geschwister. Ja, das alles ist davon betroffen. Wenn die Sonneneklipse einen Aspekt zu Venus bildet, dann ist das die Art, wie wir lieben, wie wir Liebe geben oder auch nehmen. Es sind die Finanzen und es sind eventuell auch Spannungen in all diesen Themen oder genießen diese Themen. Wenn die Sonneneklipse einen Aspekt zu den Mars bildet, dann ist die Vitalität fällt ein bisschen runter. Wir sind nicht so gut drauf und nicht so voller Energie. Und wir sollten ein bisschen vorsichtig mit unserer Gesundheit sein, vor Bakterien, Entzündungen. Wenn die Sonneneklipse einen Aspekt zu unserem Aszendenten bildet, dann ist es oft Themen der Gesundheit, unsere Beziehungen und unserer Körper. Bei einem Aspekt der Sonneneklipse mit Jupiter, dann ist das eigentlich ein Zeichen für groß und viel. Und je nachdem, was dieser Jupiter in unserem Horoskop macht, dann wissen wir es. Und wenn der Aspekt mit dem Saturn stattfindet, dann sind das meistens Gesetzesthemen, Gerichtsthemen,
Einschränkungen, aber auch eine Beförderung in all dem, was wir gemacht haben. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Sternzeichen. Wie wird die Sonneneklipse und die Mondeklipse euch beeinflussen? Für den Aszendenten Widder findet die Sonneneklipse in seinem zweiten Haus und die Mondeklipse in das achte Haus. Seid vorsichtig mit Investitionen, wenn ihr etwas kaufen oder verkaufen möchtet. Solltet ihr offene finanzielle Themen haben, seht zu, dass ihr jetzt zu einem Abschluss kommt. Sehr hilfreich wird die Mondeklipse sein, denn sie, habe ich ja vorhin euch gezeigt, bildet einen Quinkux zum Widder und das bringt ein Ende. Und etwas, was mit einer Eklipse ein Ende findet, das ist dann Ende. Ich sage euch das, weil ich selber ein Thema habe, was ich jetzt schon auf den Weg gebracht habe, damit es abgeschlossen wird. Für den Aszendent Stier findet die Finsternis im ersten Haus statt. Veränderung auf allen Ebenen der menschlichen Persönlichkeit. Das kann sich auf das äußere Erscheinungsbild oder auch auf den Charakter beziehen. Aber in beiden Fällen liegt die Ursache für die Veränderung tief im Unterbewusstsein und die Veränderung wirkt auf andere immer beeindruckend, egal in welcher Richtung sie geht. Im positiven Sinne sind jedoch Selbstbeherrschung, Selbstachtung, Selbstwertgefühl und Selbsterkenntnis gefragt. Die Stiergeborene, also wenn ihr hier eure Sonne habt, ihr bekommt dann die Konjunktion der Eklipse. Ihr habt auch hier den Uranus und deswegen ist es wichtig, dass ihr offen seid für Veränderungen. Uranus ist der Planet des Plötzlichen, der Veränderung und es könnte sein, dass ihr gar nicht vorbereitet seid auf das, was kommt. Manchmal kann es sein, dass die Veränderung nicht von euch auskommt, sondern aus dem siebten Haus. Beziehungen, also jede Art von Beziehungen, das ist ein Thema für euch das ganze Jahr über. Achtet, was kann bleiben, was muss weg. Aber bitte, ihr habt hier diesen Neptun und dieser Neptun bildet ein Sextil zu den Stier. Seid vorsichtig und hinterfragt euch, ob das wirklich eine Trennung sein soll, die ihr dann vornimmt, oder ob das vielleicht ein falscher Eindruck ist. Weil alles, was jetzt beendet wird, habe ich schon gesagt, ist ein Ende. Die Gesundheit solltet ihr auch ein Augenvermerk geben, denn die Sonne hier mit der Eklipse, es könnte sein, dass das eine oder andere zum Vorschein kommt. Denn Eklipse bringen auch Situationen in die Oberfläche. Allerdings, wenn es die Sonne betroffen ist, dann kann es sein, dass es auch mit älteren Personen in eurer Familie sind und wir wissen, Sonne vertritt auch den Vater. Für den Aszendent Zwilling findet die Sonneneklipse in seinem 12. Haus und die Mondeklipse in das sechste Haus statt. Es bringt Licht in die unbekannten Aspekte der menschlichen Persönlichkeit. Die Gesundheit, insbesondere die psychische Gesundheit, wird unter die Lupe genommen und die Person begibt sich in einen Kreislauf der Selbstfindung. Es ist eine gute Zeit, um eine psychologische Therapie in Anspruch zu nehmen oder sich mit Meditation und anderen Formen der inneren Suche zu beschäftigen. Denn denkt daran, wenn die Seele krank ist, wird der Körper auch krank. Es kann allerdings auch sein, dass ihr das Gefühl habt, dass jemand euch psychisch manipulieren will oder bekämpfen will, Mobbing zum Beispiel. Die Sonneneklipse in das 12. Haus, in das Haus der Geheimnisse, kann sehr viele Geheimnisse in die Oberfläche bringen. Oft kommen auch viele Themen der Vergangenheit. Diese Themen müsst ihr angehen.
Für den Aszendent Krebs. Die Eklipse findet im 11.5 Haus statt. Hier könnte eine Freundschaft zu einer Liebschaft werden. Hier könntet ihr euch entscheiden, in eine Gruppe beizutreten. Hier könnte sein, dass ihr plötzlich euch von Gruppen oder Freunden zurückziehen wollt. Es sind vielleicht neue Ziele, die ihr setzt. Ihr befasst euch jetzt mit Astrologie. Ihr beginnt vielleicht Unterricht zu nehmen oder Bücher zu lesen. Wäre sehr willkommen von meiner Seite. Ihr erinnert euch, dass die Sonneneklipse bildet Sextil zu euch. Also, es sind Chancen da. Augen auf. In diesem Bereich, ne? Also Freundschaften, Gruppen, Wünsche, Astrologie, die Kreativität, die Kinder, die Lebensbeziehungen, ne, in den Themen des 11. und 5. Haus. Ich habe euch das alles hier geschrieben. Für den Aszendent Löwen findet die Sonneneklipse im 10. Haus und die Mondeklipse im 4. Haus. Also diese Themen werden euch beschäftigen. Es hat was mit eurem Beruf zu tun, mit eurem sozialen Status. Es kann sein, dass ihr eure Bild nach außen verändert, im Positiven wie im Negativen. Es liegt ganz bei euch. Möglichkeiten, entweder einen neuen Job anzugehen oder einen zu verlassen. Und achtet, wenn ihr investieren wollt oder etwas verkaufen wollt, achtet auf eure Eltern. Da könnten eventuell Themen vorkommen. Ich habe oft beobachtet, dass die Wirkung von einer Finsternis auf das 10. Haus, also auf die Achse 4-10, ziemlich viele Auf und Ab mit sich bringt. Überwiegend in politischen Karrieren. Also Vorsicht ist geboten. Aszendent Jungfrau. Die Neumond-Eklipse bildet einen Trigon zu euch. Also hier könnte ein neuer Plan entstehen, vielleicht eine weite Reise, eventuell ein neues Studium, eine Weiterbildung. All die Themen der Häuser 9 und 3 werden aktiviert. Wenn ihr Rechtsstreit habt mit jemandem, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, den abzuschließen oder eine Gerichtsverhandlung, denn es ist ein Trigon und es wird ganz schnell gehen. Für den Aszendent Waage findet die Sonneneklipse im 8. Haus statt und die Mondeklipse im 2. Das ist meistens mit wirtschaftlichen Veränderungen verbunden, im Guten wie im Schlechten. Die Person ist oft versucht, um Stärke und Sicherheit zu zeigen, finanzielle Risiken einzugehen. Es ist eine Zeit, in der es schwierig ist, die Komplexität der eigenen Persönlichkeit zu klären, da diese Achse mit dem Selbstwertgefühl und den Werten des Einzelnen zusammenhängt. Was kann das 8. Haus bedeuten? Leidenschaft, Themen mit Erbschaften, mit Geld anderer, des Partners zum Beispiel, mit Verluste, also achtet, was ihr kauft, verkauft, investiert in dieser Zeit. Eventuell mit Operationen, Banken, Kredite. Wenn ihr einen Kredit nehmen wollt, bitte nicht in dieser Zeit. Aber eine sehr gute Zeit, um einen Kredit abzubezahlen und abzuschließen. Wenn jemand euch um Geld bittet, also dass ihr ihm Geld ausleiht, macht das lieber nicht. Aber es ist eine sehr gute Zeit, um Geld wiederzubekommen, was man ausgeliehen hat. Möglich ist auch, dass unerwartete Ausgaben euch aus eurem finanziellen Gleichgewicht bringen. Denn wir haben im 8. Haus auch den Uranus hier. Wenn ihr in einer Beziehung seid, dann könntet ihr noch mehr vertiefen. Wenn ihr alleine seid, dann gibt es die Möglichkeit, eventuell eine neue Liebe, also eine neue Beziehung. Am besten
Achtet ihr, dass ihr mit Finanzen, Verträge, Papiere, Geld, Kredite und all diese Themen des achten Hauses nicht vieles unternimmt, bis dass der Merkur direktläufig wird. Aszendent Skorpion. Die Sonneneklipse kommt, damit die alles auf den Kopf stellt, was mit Beziehungen, also mit dem siebten Haus und mit dem ersten Haus zu tun hat, weil hier wird die Mondeklipse stattfinden. Also 1, 7. Ich und die anderen. Hier haben wir Entwicklungen in Ehe und Partnerschaften. Rivalitäten und Konkurrenten können in den Vordergrund treten, aber vorteilhafte Geschäfte sind sehr möglich. Sehr wahrscheinlich viele Trennungen. Wir haben den Uranus hier. Nicht vergessen, nur die 14 Grad, nur da, wo der Uranus steht. Es ist nicht alles für alle, ne? Oft orientiert man sich sozial und investiert in Bekanntschaften und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die vorgeburtliche Finsternis auf dieser Achse fällt, dann zeigt sie den Typ des Partners an und kündigt eventuell mit diesem Transit eine Heirat an. Was ihr auch immer am 30. April anfangen werdet, eine neue Beziehung zum Beispiel, die wird eine lange Dauer in der Zeit haben. Das gleiche gilt auch für Trennungen. Kein Zurück. Aszendent Schütze. Die Sonneneklipse findet in eurem sechsten Haus statt, die Mondeklipse in das zwölfte, also 6, 12. Die Sonneneklipse kann eventuell Veränderungen in dem Beruf bringen, in dem Alltag, vielleicht eine neue Art einer Therapie, wenn ihr damit zu tun habt, oder eine neue Ernährung, neue Gewohnheiten, etwas Sport treiben zum Beispiel. Und ihr achtet auf eure kleinen Haustiere. Aszendent Steinbock. Also, was ganz Schnelles, ja, ein Trigon bildet die Sonneneklipse zu euch. Das könnte eine, und ihr habt auch den Uranus hier, ne? Eine plötzliche Liebe oder Themen, die mit euren Kindern zu tun haben, können zu Ende gehen. Neue Menschen kommen in eurem Leben. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr in einer Beziehung seid, diese Beziehung aufzufrischen. Allerdings auch eine Schwangerschaft ist möglich. Aszendent Wassermann. Ihr gehört nun mal zu dem fixen Kreuz und dieses Kreuz wird sehr unter die Lupe genommen. Einerseits von dem Saturn, der hier im Wassermann steht, andererseits von dem Uranus, der im Stier ist. Und jetzt kommen auch noch die Sonneneklipse und die Mondeklipse auf der Achse 4-10. Das Haus, die Familie, Immobilien, die Karriere, der sozialen Status, all das werden euch jetzt beschäftigen. Wenn ihr Immobilien kaufen oder verkaufen wollt, lasst das lieber bis nach dem Mai. Das ist jetzt direkt auf den Eklipsen keine gute Idee. Aszendent Fische. Die Sonneneklipse findet in eurem dritten Haus und die Mondeklipse in eurem neunten Haus. Also die Achse 3-9 wird aktiviert. Ihr seid begünstigt von der Situation, weil einerseits die Sonneneklipse bildet einen Sextil zu euch, andererseits die Mondeklipse bildet ein Trigon. Also achtet, wo sind diese Chancen? Ergreift die, seid vorsichtig, weil hier ist auch der Neptun. Und wenn ihr euch sicher seid, dann setzt die um. Dann wird durch das Trigon die Sache in Vollendung gehen und sehr schnell auch umgesetzt werden. Themen mit Geschwister, Familie, Nachbarschaft, die könnten euch beschäftigen. Ich habe mir hier die Eklipsen selektieren lassen vom 01.01.2021 und das für 5 Jahre.
Bislang hatten wir die Eklipsen auf der Achse Zwilling-Schütze und wir wissen, dass Eklipsen rückläufig im Horoskop gehen, genau wie die Mondknoten, denn es sind ja Neumonde oder Vollmonde, die auf den Mondknoten stattfinden. Also rückwärts nach dem Zwilling und Schütze kommt Stier und Skorpion, hinterher kommt Widder und Waage und danach Fische und Jungfrau und so weiter und so weiter. Wir sind jetzt auf der ersten Eklipse, das war eine Lunareklipse und Stier, also die Achse Stier-Skorpion, betrifft das fixe Kreuz. Also jedes Mal, wenn wir eine Eklipse haben, sind alle dran. Stiere, Skorpione, Löwen und Wassermänner. Die erste Eklipse hat auf 27 Grad Stier und somit waren die anderen drei Zeichen auch auf diese Grade betroffen. Die nächste Eklipse ist eine Solareklipse und sie wird am 30. April stattfinden. Diesmal auf 10 Grad und 35 Bogenminuten. Das heißt, das fixe Kreuz, auch alle anderen, werden nur auf diese Grade betroffen. Die nächste ist eine Mondeklipse und wir sehen hier, das ist eine totale Eklipse und somit auch eine etwas stärkere. Betroffen sind diesmal die 25 Grad von dem fixen Kreuz. Das habt ihr jetzt verstanden. Nur diese Grade, nicht die komplette Sternzeichen. Dann haben wir die nächste, wieder eine Sonneneklipse. Die findet auf 2 Grad Skorpion statt und beeinflusst die anderen auch nur auf 2 Grad. Dann im November haben wir wieder eine Mondeklipse, die wieder total ist. Und sie beeinflusst die 15 Grad Stier, also 15 Grad des fixen Kreuzes. Im April 2023 kommt dann die erste Eklipse in das kardinale Kreuz und zwar auf 29 Grad Widder. Diesmal verändert sich jetzt die Energie. Als nächstes haben wir im Mai 2023 die vorletzte Eklipse auf der Achse Stier-Skorpion und zwar auf 14 Grad und 52 Bogenminuten im Skorpion. Hier ist wieder das fixe Kreuz dran, aber auch nur auf diese Grade. Im Oktober gehen wir schon fast richtig Richtung kardinale Zeichen. Also die Sonneneklipse findet auf 21 Grad und 10 Bogenminuten in der Waage und am 28. Oktober 2023 haben wir die letzte Eklipse in das fixe Kreuz und auf der Achse Stier-Skorpion auf 5 Grad und 3 Bogenminuten. Und das ist eine Mondeklipse. Dann gehen wir direkt in das kardinale Kreuz. Also nochmal, richtig betroffen von den Eklipsen werden nur diejenigen, die entweder persönlichen Planeten oder ihren Aszendenten, das IC, das MC, auf diese Grade haben. Alle anderen nicht. Nichtsdestotrotz, man schaut die Eklipsen auch in das komplette Zeichen als allgemeinen Einfluss. Dann könnt ihr die Mutter-Eklipse euch anschauen und dann könnt ihr auch ein bisschen zurücksehen, wann war die letzte Eklipse, was hattet ihr da für Ereignisse und dann wisst ihr, welche Themen sind dann wieder aktuell. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch weitergebracht, wie man mit Eklipsen in seinem eigenen Horoskop umgehen kann. Nachdem ihr jetzt die Eklipsen in der Achse Stier-Skorpion gesehen habt, wirft auch einmal einen Blick. Was kommt danach? Werdet ihr von dem kardinalen Kreuz beeinflusst? Denn dann seid ihr auch vorbereitet. Ich habe zum Beispiel das fixe Kreuz jetzt und die Eklipsen finden in mein zweites, achtes Haus. Aber die kardinalen Eklipsen werden mich in mein ersten und siebten Haus, viertes und zehntes Haus beeinflussen. Und somit muss ich jetzt mich schon vorbereiten. Ist das ein allgemeiner Einfluss oder habe ich da Planeten, die dann mich beeinflussen und dann werde ich sehen, wie und wo und warum?
Und so kann ich jetzt schon anfangen, mich vorzubereiten für das, was so ansteht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war informativ. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.